Hey Leute, heute zeige ich euch ein paar Organisations-DIYs und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Für das erste Aufbewahrungssystem, sag ich mal, braucht ihr so eine leere Verpackung von Alufolie und ich habe die jetzt einfach mit Alufolie beklebt, damit das schöner aussieht. Und das war's auch eigentlich schon, denn jetzt braucht ihr nur noch euer Washi-Tape und das könnt ihr dann da so reinkleben, also ich zeige euch das jetzt nochmal und zwar einfach so wie auf einer Tesafilmrolle könnt ihr da eure ganzen Washi-Tapes draufkleben und dann seid ihr auch schon fertig mit dem ersten DIY. Vielleicht kennt ihr es, wenn euer Duschgel einfach so unordentlich im Regal oder wo auch immer steht. Und dafür könnt ihr ganz einfach das viel organisierter aussehen lassen oder ordentlicher. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Bilderrahmen. Denn da könnt ihr dann einfach alle eure Sachen draufstellen und zwar sehr geordnet. Und das sieht dann irgendwie aus wie so ein Tablett, wo ihr alles draufgestellt habt. Und dadurch sieht das Ganze viel ordentlicher und organisierter aus. Damit euer Ladekabel an der Steckdose nicht immer so lose rumhängt, braucht ihr einfach eine alte Hose und dann müsst ihr diese Tasche abschneiden, die Hosentasche. Und zwar müsst ihr die dann so ausschneiden, dass ihr so eine Tasche habt. Also lasst oben ein bisschen Platz, ihr werdet gleich verstehen, wie ich das meine, denn ihr schneidet oben so einen Tragegriff rein. Und dann seid ihr auch schon fertig. Dann habt ihr sozusagen eine Tasche für euer Handy. Und ich habe euch das hier nochmal demonstriert. Natürlich ist das eher für Steckdosen gedacht, die etwas höher hängen. Aber damit könnt ihr einfach euer Handy aufbewahren, während ihr es aufladet. Ich habe mir mal so einen Wochenplan selber gemacht, aber leider habe ich das nicht mitgefilmt. Auf jeden Fall habe ich dafür Wäscheklammern weiß angemalt, da die Wochentage draufgeschrieben und das dann auf eine Leinwand geklebt, die ich rosa angemalt habe, wie ihr hier sehen könnt. Unten habe ich dann noch eine Aufbewahrung für Zettel gemacht und ja, so sieht das Ganze dann auch schon aus. Und jetzt könnt ihr eure Woche damit planen. Ihr nehmt euch einfach so einen Streifen und dann schreibt ihr da eure Pläne für die Woche drauf und die pinnt ihr dann an die jeweiligen Wochentage. Und kommen wir schon zum letzten DIY und zwar braucht ihr dafür so einen halben Karton und ihr braucht Nägel und die sollten möglichst stumpf sein. Jetzt hämmert ihr die in euren halben Karton. So sieht das dann aus und dann braucht ihr noch euer Garn und das könnt ihr dann einfach auf die Nägel stecken und dann wird das nicht mehr so verknoten und ist viel organisierter. Das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!